Hallo Leute, hier ist Sarah. Viele von euch haben unseren Kanal nicht abonniert. Bitte abonniert jetzt unseren Kanal. Ansonsten wird Herr Kunze sauer. Ich danke euch, ihr seid die Besten. Letztes Mal bei Like Germans. Wo ist Samuel? Wo ist Samuel? Was ist hier los, Papa? Was ist hier los, Papa? Samuel, du kommst jetzt mit mir mit. Samuel, du kommst jetzt mit mir mit. Wir bringen ihnen ihren Sohn wieder. Wir bringen ihnen ihren Sohn wieder. Das verspreche ich ihnen. Das verspreche ich ihnen. Samuel, möchtest du überhaupt hier sein? Samuel, möchtest du überhaupt hier sein? Ich wäre lieber zu Hause. Ich wäre lieber zu Hause. Ich will aber ein Kind, das gerne bei uns lebt. Ich will aber ein Kind, das gerne bei uns lebt. Nicht ein Kind, das dazu gezwungen wird. Nicht ein Kind, das dazu gezwungen wird. Sie haben den Jungen entführt. Sie haben den Jungen entführt. Dafür kommen sie ins Gefängnis. Dafür kommen sie ins Gefängnis. Wir haben alle Beweise. Wir haben alle Beweise. Ein paar Stunden später. Hallo, Herr Peters. Wir haben Samuel gefunden. Gott sei Dank. Ich habe mir solche Sorgen gemacht. Was passiert mit Herrn Müller? Möchten Sie ihn anzeigen? Dann kommt er ins Gefängnis. Ich bin mir nicht sicher. Er wollte eigentlich nichts Böses. Sie haben 2 Tage, um sich zu entscheiden. Ich lasse Sie jetzt mit Samuel alleine. Wie geht es dir, Samuel? Ich stehe noch etwas unter Schock. Ich stehe noch etwas unter Schock. Ich dachte, ich muss für immer in Heidelberg bleiben. Am besten, du legst dich ins Bett. Morgen beginnt ein neuer Tag. Okay, Papa. Einen Tag später. Guten Morgen, Samuel. Wie hast du geschlafen? Hallo, Mama. Ich habe sehr gut geschlafen. Ich fühle mich wieder sicher. Sehr schön. Das freut mich zu hören. Ich muss dir eine Frage stellen. Natürlich, du kannst mich alles fragen. In meiner Klasse gibt es ein Mädchen, das ich mag. Das ist sehr schön. Mag sie dich denn auch? Das ist sehr schön. Mag sie dich denn auch? Ich weiß es nicht. Soll ich mit ihr darüber reden? Wie wäre es, wenn du sie erst einmal zu einem Eis einlädst? Dann kannst du in Ruhe mit ihr sprechen. Vielleicht gefällst du ihr ja auch. Okay, das werde ich tun. Danke, Mama, du bist die Beste. Guten Morgen, Kinder. Es gibt frische Pfannkuchen für euch. Danke, Papa. Deine Pfannkuchen sind die besten. Wie läuft es bei euch in der Schule? Es läuft gut. Mittlerweile verstehe ich alles. Das ist sehr gut. Papa, ich muss dich um etwas bitten.
Natürlich, Samuel. Was gibt es denn? Kannst du mir 5 Euro geben? Wofür brauchst du das Geld denn? Ich würde nach der Schule gerne ein Eis essen gehen. Alles klar, ich gebe dir das Geld. Nimmst du deine Schwester mit? Eigentlich wollte ich mit einem Mädchen aus der Klasse gehen. Oh, ich verstehe. Also ist es ein Date? Ich denke schon. Ich muss aber erst einmal schauen, ob sie auch Lust hat. Das schaffst du schon, Samuel. Hier ist das Geld. Hier ist das Geld. Danke, Papa. Ich komme dann heute etwas später nach Hause. Guten Morgen, liebe Schüler. Heute ist ein besonderer Tag. Wir behandeln ein sehr wichtiges Thema. Bitte hört genau zu. Das Thema wird uns die nächsten Wochen begleiten. Ich brauche für die nächste Stunde eure ganze Aufmerksamkeit. Eine Stunde später. Oh Mann, das war echt anstrengend. Ja, das kannst du laut sagen. Nicht einmal ich habe alles verstanden. Ich muss mich noch einmal bei dir bedanken, Sarah. Ohne dich hätte ich die Prüfung damals nicht bestanden. Ach, das habe ich gerne gemacht, Samuel. Was hast du jetzt vor? Nichts Besonderes. Ich glaube, ich gehe einfach nach Hause. Hast du Lust, mit mir ein Eis zu essen? Hast du Lust, mit mir ein Eis zu essen? Na klar, warum nicht? Na klar, warum nicht? Wie schmeckt dein Eis, Sarah? Es schmeckt super. Was hast du genommen? Schokolade und Erdbeere. Und du? Ich habe Zitroneneis genommen. Das ist meine Lieblingssorte. Sehr schön. Wollen wir noch einen kleinen Spaziergang machen? Ja, sehr gerne. Ich kenne einen sehr schönen Park hier in der Nähe. Perfekt, lass uns dorthin gehen. Wow, der Park ist wirklich sehr schön. Wow, der Park ist wirklich sehr schön. Auf jeden Fall. Ich komme oft zum Lernen hier. Hier ist es immer ruhig. Man kann sich hier sehr gut konzentrieren. Das glaube ich dir. Da hinten ist eine Bank. Wollen wir uns dorthin setzen? Na klar, warum nicht? Hier ist es wirklich sehr schön, Samuel. Hier ist es wirklich sehr schön, Samuel. Danke für die Einladung. Ich verbringe wirklich gerne Zeit mit dir, Sarah. Ich verbringe auch gerne Zeit mit dir, Samuel. Mir ist am Wochenende etwas aufgefallen. Ich wurde von einem bösen Mann entführt. Ich dachte, dass ich nie wieder herkommen werde. Oh mein Gott, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, ich werde dich nie wieder sehen. Das hat mich sehr traurig gemacht. Mich würde es auch sehr traurig machen, dich nicht mehr zu sehen. Du warst mir gleich seit dem ersten Moment sympathisch, Sarah.
Ja, du mir auch. Ich habe es gleich auf den ersten Blick gemerkt. Außerdem bist du sehr hübsch. Ich finde, dass du das schönste Mädchen in der Klasse bist. Ich finde, dass du das schönste Mädchen in der Klasse bist. Samuel, du machst mich ja ganz verlegen. Ich sage nur die Wahrheit, Sarah. Frage an euch. Was für ein Eis ist Sarah? A. Erdbeere, B. Vanille oder C. Zitrone? Schreibt einen Kommentar und vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.